Hallo und herzlich willkommen zurück. Crusader Kings 3 steht an. Wir werden von Shazada Gordas zu einer Jagd eingeladen. Aber erst einmal erreichen wir den Zenit des Schattens des Glaubens. Heute bin ich mit einem niederschmetternden Gedanken aufgewacht. Ich habe mich jahrelang bemüht, so fromm wie möglich zu sein. Dennoch spüre ich immer noch, wie das Licht Ormas von der Erinnerung an meinen Vater, den großen Schah Manuhir, überschattet wird. Ist dies der Wille der Mächte des Schicksals? Ist dies der Wille Rajnus? Ist dies ein Fluch, den alle Eltern über ihre Kinder bringen? Werden wir alle in einen vergeblichen Wettlauf gegen die Giganten der Vergangenheit hineingeboren? Ist dies eine Welt, wie sie Ormast beabsichtigt? Und damit haben wir den nächsten geistigen Zusammenbruch erreicht. Ich sitze grübelnd auf meinem Thron. Die Erinnerung wiegt schwer auf meinem Herz. Und ich gehe Dinge durch, die ich vor vielen Jahren getan habe. War ich im Recht oder im Unrecht? Habe ich jemals das Richtige getan? Mir pocht der Schädel. Warum sollten mich die Mächte des Schicksals regieren lassen? Wenn doch klar ist, wie sehr ich unter diesem Titel leide. Und da wollen wir mal gucken. Ach, was soll's, ihr findet mich im Hurenhaus. Das sagte der Würfel, nicht ich. Einmal Söldner bitte. Was haben wir denn hier? Hügel. So, dann werden wir einmal würden wir hier nochmal anpassen. Ich will nicht über Talisch gehen. Ich möchte gerne so und dann hier über aller Mut zurück. Ja. Dann werden wir da nicht hingehen, wenn wir nicht rechtzeitig ankommen können. Ich reite geradeaus, mein Hund Graupelz neben mir, als er plötzlich ins Dickicht davonläuft. Mein Gefolge versichert mir, dass er wieder zurückkommen wird. Doch was, wenn nicht? Bei Fuß
Ich suche lange, aber keine Spur von Graupelz. Als wir zurückreiten, bricht mir die Leere neben meinem Pferd schier das Herz. Was? Achso, wir sind liederlich. Wohin auch immer ich gehe, mein Höfling Gonshe folgt mir. Dieser Blick in ihren Augen, die Worte auf ihren Lippen, ich weiß genau, was sie will. Eine Ablenkung für heute Nacht, aber mehr nicht. Gonshe und ich kauern Seite an Seite, noch unbemerkt vom Fuchs vor uns. Meine Aufmerksamkeit hingegen gilt voll und ganz allein einer Sache, besonders in jenem Augenblick, als die Jacke von Gonshe mich streift. Als ich mich umdrehe, um sie zu berühren, stelle ich fest, dass auch sie abgelenkt ist. Als das Tier schließlich im Dickicht verschwindet, ist unser nacktes Fleisch bereits auf die weiche Erde gebettet und wir versinken ineinander. Es war so herrlich wie vergänglich. So, ja, hier bitte. Einmal Verkaufen. Und wir haben damit dann auch entsprechend ein bisschen dazu geworden. Wir können jetzt hier nochmal unsere Halbschwester als Hofgenie einsetzen. Und jetzt möchten wir mal gucken, wen Und Rauf bekommt dann diesen Titel. Wir haben eine zweite Tochter bekommen. Wir werden das mal machen. Wir werden dann so unsere Tochter einmal verloben. Yeldem möchte eine Skulptur erschaffen. Für 50 Gold. Das ist okay. Was können wir denn gegen den ausfechten? Oh Gott, da sind mir zu viele Kriege, in die ich reinrutschen könnte. Die habe ich alle.
Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Was meint ihr, Chat? Sorry, ich stream aktuell viel zu viel CK3. Ganz vergessen, dass das eine YouTube-Aufnahme ist. Der bescheidene Edelstein. Wir haben eigentlich genug Prestige. Wobei ich eigentlich eigentlich mal gucken wollte, dass wir vielleicht hier reingehen können. In solche Geschichten. Na? Oder, ne, so dass wir hier uns irgendwo noch mal gerade das hier, na? Irgendwo, weil das Ding ist, die Stammeseinigkeit wäre zum Beispiel ganz nett. Denn man erhält Prestige, wenn man Titel an Hausmitglieder verleiht. Und primär geben wir ja die Titel an Hausmitglieder aktuell. Und das ist Melite und Mesopotamien, die möchte ich gerne beide erst einmal besetzen. Dass wir einmal darüber gehen und einmal dahin. Ja. Erstmal die Kriegsziele. Ich bereite mich gerade auf die Nachtruhe vor, als ein stechender Schmerz meinen Fuß durchzuckt. Bei der anschließenden Untersuchung entdecke ich eine Miniaturskulptur, die mir in der Sohle steckt. Die Füßchen der winzigen Statue schauen noch daraus hervor. Meine begünstigte Yeldim glotzt mich von der nächsten Tür aus an wie ein Schaf. Entschuldigt, das ist die Vorarbeit für euren jüngsten Auftrag. Ich muss sie fallen gelassen haben. Dafür habe ich einen Hofarzt, oder? Dafür haben wir einen Hofarzt. Manchmal, Herr, ereignen sich Glücksfälle. Mein Steuereintreiber Charus reibt sich in kaum zu bändigender Genugtuung die Hände. Ich stieß auf Zeugen, die zu einer Aussage bereit waren, dass Satrap Laschkaba herauszubringen, da er von den örtlichen Wachen bedrängt wurde. Von daher solltet ihr vielleicht ein Auge auf Laschkawas haben. Ich brauche
brauche das. Ich brauche die Kohle. Und was soll das Kind mir schon antun? Mach mal. Ach, du leitest gerade die Leibgarde an. Ja, das ist okay. So. Machen wir Lohn der Angst, weil ein bisschen Schrecken dürften wir gesammelt haben. Wer gewann hier einen Krieg? Der Basileus gewann einen. Die beiden sind jetzt Rivalen. Das ist natürlich nicht so geil. Wer meine eine. Oh. Ja, gerne. Ja, ich hätte gerne eine. Gregoras schmatzt laut, ehe er sich tief verbeugt. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, euch eine solche Waffe zu schmieden, sagt er würdevoll. Doch in seinen Augen ist ein Schimmer von Aufregung zu sehen, der seine Nervosität preisgibt. Sagt mir, was ist eure bevorzugte Art, mit einer Waffe zu kämpfen? Ich möchte etwas schmieden, was am besten zu euch passt. Ich vertraue da deiner Einschätzung, mein Lieber. Was es dann als Waffe gibt, werden wir in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen sehen. Bis dahin, macht es gut, bis bald. Ciao, ciao.